Das nächste Highlight von Sizilien ruft. Wir wollen den sagenumwobenen Ätna erkunden, der 3300 Meter über dem Meeresspiegel in den Himmel hineinragt. Mit Zug und Bus geht es für uns von Palermo aus bis an die Ostküste, nach Catania und weiter in den kleinen Ort Nicolosi, wo wir auf 700 Metern Höhe für 3 Nächte eine Ferienwohnung gebucht haben. Das riesige Bergmassiv des Ätna ist schon aus weiter Ferne sichtbar. Wir freuen uns auf ein neues Abenteuer. Noch ahnen wir nicht, dass unsere vielversprechenden Pläne für die Ätna-Besteigung sich als absolut unmöglich erweisen sollten. Ein ganzer Tag voller Pleiten und Frustmomente stellt uns auf die Probe. Doch diese Geschichte erzählen wir ein anderes Mal. Die Sonne lacht, als wir am nächsten Morgen einen erneuten Versuch wagen, den größten Vulkan Europas zu erklimmen. Wir stehen an der Bushaltestelle und drücken uns selber die Daumen. Dieses Mal muss es einfach klappen. Neuer Tag, neues Glück. Na, heute probieren wir es nochmal. Wollten jetzt eigentlich direkt in der Tabakerie Tickets kaufen und da meinte jetzt der Herr, na, wir sollen lieber erstmal gucken, ob der Bus noch nicht voll ist und dann eben die Tickets beim Busfahrer kaufen. Da wäre jetzt natürlich der Hammer, wenn jetzt der Bus hier schon voll aus Catania ankommt und wir nicht einsteigen können. Aber ich denke mal, heute ist Donnerstag, da wird der Bus wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt voll sein. Lass es uns einfach mal hoffen. Und hoffen, dass wir heute auch gutes Wetter bekommen auf dem Ätna. Tickets? So, Tickets. Very good. Colosi, guck mal. Andata e ritorno. 4,80 €. Wir sitzen im Bus und es geht los. Wir haben einen 2er-Sitz jetzt bekommen. So voll ist der Bus anscheinend doch nicht. Und ja, ist ja schon mal gut, dass wir jetzt drin sitzen und auf dem Weg sind zwischen den ganzen anderen Touristen, die in Catania wahrscheinlich zugestimmt sind. Und dann schauen wir mal, was jetzt diese Fahrt so bringt. 1 Stunde und 10 Minuten sollen wir fahren, oder? Ja. Keine Ahnung, warum das so lang dauert. Wir beobachten, wie die Landschaft draußen immer karger und vulkanischer wird. Eigentlich hatten wir eine Fahrt mit dem touristischen Shuttlebus vermeiden wollen. Da in der schwarzen Wüste aber weit und breit kein Wanderweg oder Trampelpfad zu erkennen ist, sind wir doch ganz froh, diesen Teil der Strecke abzukürzen. So, wir sind oben angekommen im Refugio Sapienza auf etwa 1900 Metern. Und jetzt gucken wir mal, wo unser Weg hochgeht, den wir nehmen wollen. Ja, wir müssen halt schauen, wie sich das überhaupt läuft auf dieser Lava. Und dann einfach gucken. Ja, Lava ist es ja zum Glück aber nicht mehr. Ja, gut. Versteinerte Lava-Gestein. Lava. Ich hatte jetzt nicht vor, auf der flüssigen Lava zu laufen. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir heute auch keine sehen werden. Oh. Gut. Schauen wir mal. Es ist hier oben auch ziemlich bewölkt, aber wir wissen ja, dass sich das auch ganz schnell mal ändern kann. Wir werden sehen. Wir steigen jetzt hoch zu einem Krater, der 2001 entstanden ist und haben jetzt einfach mal den allersteilsten Weg genommen, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Denn hier oben ist es kalt, ungefähr 0 Grad. Aber zum Glück haben wir warme Sachen dabei. Und? Wow. Krass. Im Gebiet der heutigen Insel Sizilien findet seit Hunderttausenden von Jahren vulkanische Aktivität statt. Die afrikanische Kontinentalplatte trifft hier auf die eurasische und mehrere geologische Störungsfelder kreuzen sich. Vor etwa 3000 Jahren entwickelte sich der Ätna in seiner heutigen Gestalt. Im Jahr 693 vor Christi bezeugen schriftliche Quellen den ersten Ausbruch des Ätna, der die noch junge Stadt Catania in Schutt und Asche legte. Es folgten über die Jahrhunderte unzählige größere und kleinere Ausbrüche, die die Gestalt des Vulkans und seiner Umgebung immer weiter veränderten.
gar kein Eis, ist nur Schnee. Easy, wie man über Schnee läuft, wissen wir ja. Oh, da kommt jetzt eine ganze Truppe hoch. Der Ätna ist einer der aktivsten Vulkane Europas. Alle ein bis zwei Jahre ereignen sich Eruptionen am Berg. Dabei gilt der Ätna im Gegensatz zum Vesuv als eher ungefährlich, denn seine Lava ist relativ flüssig. Entstehende Gase können deswegen vergleichsweise leicht entweichen, sodass sich kein extremer Druck aufbaut, der zu gewaltigen Explosionen führen würde. Gefahren sind am Ätna trotzdem allgegenwärtig. Anspruchsvolle Wege, Gerölllawinen, extreme Witterung und das Risiko, sich zu verirren, sind nur einige davon. Wer den Vulkan besteigen will, sollte die eigenen körperlichen Grenzen kennen und vorab lokale Wetterlage sowie aktuelle Informationen über die vulkanische Aktivität genau prüfen. Wir haben jetzt mal kurz angehalten, weil Philipp und ich uns beide was ausziehen mussten, weil uns zu warm geworden ist von dem Aufstieg. Gleichzeitig ist es natürlich auch kalt, also ist ein bisschen tricky jetzt hier und kommt eher an alpine Bedingungen ran, als an jegliches, was wir bisher hier in Italien oder auf Sizilien erlebt haben. Zumindest führt jetzt hier direkt an der Seilbahn ein steiler Weg nach oben und die Wolken verziehen sich gerade ein bisschen. Das heißt, wir können wieder ein bisschen besser sehen. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht noch eine schöne Aussicht kriegen heute. So, mittlerweile wird der Weg ganz schön steil. Strengt gerade ordentlich an. Machen aber gut Höhenmeter. Sind jetzt schon auf 2260 Metern. Und wir müssen so bis 2500, wo die Bergstation der Seilbahn ist. Und dann gucken wir mal, was da oben so abgeht. Und jetzt haben wir auch tatsächlich Glück, dass es ein bisschen aufzieht. Müssen wir mal auch ein wenig was sieht. Schauen wir mal rum, wo Anne ist. Die letzten 100 Höhenmeter werden sich jetzt in etwa so gestalten. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen über Schnee stapfen, Eisschnee, und dann haben wir es auch schon geschafft. Jetzt hätte ich gern ein paar Stöcke. Aber die extra dafür mitzuschleppen? Nee, krass. Danke. Wir sind gleich auf dem Ätna, das ist so cool. Raus aus der Wolke und schon ist wieder klare Sicht und blauer Himmel. Und da kommt schon wieder die nächste Wolkenschwade an. Das ist total verrückt, wie schnell das hier geht. So, wir sind jetzt hier bei 2500 Meter an der Bergstation der Seilbahn angekommen. Offiziell darf man jetzt auch alleine nicht weitergehen, nur noch mit Guide oder hier eben mit so einem Truck oder so einer Art Planierraube dann weiter hochfahren. Haben jetzt zwar nur ein Schild gesehen, sehen hier auch immer mal Leute, die trotzdem hochgehen und nicht aufgehalten werden. Deswegen werden wir vielleicht auch noch mal ein Stück hochgehen wenigstens. Dort hinten sehen wir jetzt jedenfalls den Gipfel vom Ätna, der ja 3357 Meter hoch ist. Dort kommt man wirklich so gut wie gar nicht alleine hoch, also auch selbst mit Guide, wahrscheinlich wirklich nur an guten Tagen. Ja, es ist extrem windig, sehr kalt. Zum Glück ist die Sonne draußen und wir werden jetzt einfach noch ein bisschen laufen und uns warm halten und dann demnächst runtergehen. So richtig merkt man gar nicht, dass man auf einem Vulkan ist. Es ist eigentlich fast wie ein normaler Berg, außer dass das Gestein natürlich wirklich ein bisschen anders aussieht als auf anderen Bergen. Hat noch nichts gewumst. Bis jetzt.
Wir trauen uns jetzt doch noch ein kleines Stück weiter hoch. Hier ist so ein richtiger Kanal aus liegen gebliebenem Schnee, beziehungsweise weggeräumtem Schnee. Und dadurch sind wir hier auch gerade schön windgeschützt. Richtig schön warm hier. Da oben wahrscheinlich ja nicht mehr. Eine Quelle ist auch hoch, sehr, sehr kiesig hier natürlich, schwer zu begehen. Loser Untergrund. Aber wir haben es gleich geschafft. Hast du was zu sagen? Warte. Oh, ich glaube, ich habe es noch nie so windig erlebt wie hier oben. Wow. Ist wirklich krass. Ich glaube, wir werden noch gleich wieder runtergehen. Wir werden bloß mal ein Stück hier rumgehen. So, Anne, jetzt wo wir immerhin auf einen Krater waren, in 2680 Metern Höhe, würdest du denn trotzdem irgendwann nochmal auf den richtigen Gipfel des Ätnas wollen? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt, da ich ihn so sehe und da ich auch sehe, wie Leute da hochlaufen, zumindest in die Richtung, denke ich, es ist vielleicht doch nicht so unmöglich. Und noch mit ein bisschen mehr Erfahrung in ein paar Jahren könnte ich es mir vorstellen. Na dann, dein Wort in Gottes Ohr. Ich erinnere dich dran. Das ist übrigens eine dieser Raupen, mit denen man hochfahren kann. Da sitzt man da hinten dann eingepercht drin und schaut sich alles ein bisschen an. Sicherlich auch ganz cool, aber nicht so ganz unser Ding. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg nach unten in Richtung Parkplatz, wo dann unser Bus fährt. Haben uns jetzt auch für diese Strecke nach unten für den gemütlichen Weg entschieden, den auch die Autos nehmen und der wirklich nicht steil ist. Ja. Ich glaube, das war eine gute Idee. Eben, also hier ist auch kein Verkehr oder so. Hier dürfen ja nur die autorisierten Personen hoch. Also ganz entspannt. Dauert ein bisschen, man macht kaum hier Höhenmeter gefühlt runter. Aber man hat dafür wirklich immer wieder einen sensationellen Blick hinter jeder Kurve sozusagen. Es tut sich irgendwie wieder ein neues Bild auf. Doch schön.
ist wirklich schön. Und auf dem Hoch, also Weg nach oben, hätten wir gar nicht so gut gucken können wie jetzt runter. Nee, da war ja sowieso noch alles benebelt. Ja. Nee, wir haben es richtig gemacht. Da steht schon unser Bus, mit dem wir gleich wieder runterfahren werden. Sag hallo, Bus. So, was gibt's denn so Feines? Sieht das lecker aus. Der Ausgang geht eigentlich hier runter. Die Pfeile zeigen hier hin. Man soll hier über das Geländer springen. Ach so. Aber hier gibt es daneben gleich eine Treppe. Die nehmen wir. Ja, natürlich sollen wir hier runter, weil man nochmal so direkt über die Terrasse dieses Imbisses latschen muss. Ah, stimmt. Wenn es denn offen hätte. Ist das überhaupt legal, was sie hier machen? Ja. Na gut, da stand Exit. So, wir sind jetzt wieder unten am Ausgangspunkt unserer kleinen Wanderung. Und es ist wirklich extrem touristisch hier. Reiht sich auch mir ein Souvenirladen nach den, neben den anderen. Und dann verschiedene Bars und Restaurants direkt. Quad-Touren, die angeboten werden. Natürlich die ganzen Guide-Touren eben auch. So, Anne verewigt uns gerade, auch wenn das Verewigen natürlich nicht so ganz stimmt, aber. So, nach gut 1000 Höhenmetern und etwa 16 Kilometern sind wir jetzt wieder unten an unserem Bus. War dann doch eine sehr schöne Wanderung, schöner als wir es jetzt erwartet hatten, weil wir auch mit davon ausgegangen sind, dass wir ja nur bis auf diese 2500 Meter können. Und vor allem heute früh war es echt nicht gut mit der Sicht, aber je später es wurde, umso besser wurde es auch. Ja, total. Also es hat sich richtig, richtig gelohnt. Wir hatten dann da oben Sonne. Es war zwar wirklich sehr windig, wie man vielleicht auch gesehen hat, aber trotzdem, wir können uns echt nicht beschweren über das Wetter heute. Ja. Und dass wir dann auch noch auf diesem Krater waren, auf 2600 Metern, das war richtig cool und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, für die ganze Sache haben wir jetzt auch nur 9,60 Euro bezahlt. Also für jede Fahrt pro Person 2,40 Euro sozusagen. Damit kann man, glaube ich, auch gut leben. Klar kann man hier oben noch sein ganzes Geld ausgeben, aber wir können sowieso nichts mitschleppen, großartig jetzt weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir wieder heil nach unten kommen mit dem Bus. Und dann freuen wir uns morgen auf die nächste Destination. Genau, und zwar Tropea an der Küste des Mittelmeers. Es geht wieder aufs Festland. Wir sagen Sizilien ade und erkunden einen neuen Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. So geht unser Tag am Ätna nun doch erfolgreich zu Ende. Der Vulkanriese hat uns mit seinem einzigartigen Landschaftsbild und den herrlichen Ausblicken auf Catania und das Meer vollends beeindruckt, sodass die Strapazen des vorherigen Tags fast vergessen waren. Denn bis wir es auf über 2000 Meter geschafft haben, hatten wir leider einige Fehlschläge zu erdulden und bekamen erneut die Schattenseiten Siziliens zu Gesicht. In welche Fettnäpfchen wir bei unserem Ätna-Besuch getreten sind und wie ihr es schafft, diese zu vermeiden, all das erfahrt ihr im nächsten Video der Süditalien-Reihe. Wart ihr schon einmal auf dem Ätna? Wenn ja, dann teilt gerne eure Erlebnisse und Erfahrungen in den Kommentaren unten. Macht es euch schön und bis ganz bald. Ciao, ciao.